In den kommenden Tutorials möchte ich Ihnen Wordsflow vorstellen. Wordsflow kommt von der Firma EM Software und die machen ein paar Plugins oder Zusätze für InDesign. Es gibt generell Wordsflow und DocFlow. DocFlow funktioniert einfach mit Google Docs und Wordsflow funktioniert mit Word und Excel. Und das möchte ich zeigen. Es gibt dann noch andere Produkte, die ich hier aber nicht anschauen möchte. Ich konzentriere mich auf Wordsflow. Ich klicke hier mal drauf und dann sieht man, wie das ausschaut. Man kann Wordsflow, was auch noch schön ist, auch als Free Trial Version herunterladen und dann wird einem hier erklärt, wie es geht, was man machen kann. Sie haben hier auch einen Leitfaden unter diesem Link und dann wird genau der InDesign-Prozess beschrieben, was wir aber in den Tutorials anschauen werden. So, ich klicke hier mal in die License oder in den Store und jetzt gibt es zwei Versionen. Also eine Einzellizenz kostet entweder 300 Euro, das ist dann die Pro-Version, oder es gibt nur die Wordsflow-Version für 200 Dollar, nicht Euro-Dollar. Und der Unterschied ist einfach, Wordsflow ohne Pro geht nur von Word in InDesign und mit der Pro-Version können Sie auch das InDesign-File wieder, den Text wieder zurück in Word konvertieren. Ich habe die Pro-Version mal und wir schauen uns das Ganze in den kommenden Videos an.